Mario hat sich im letzten Part hier einfach auf die 2-0 hingelegt. Ja. Und wir könnten jetzt schon zu Peach hinfliegen und sie retten, aber wir tun das noch nicht, weil... Obwohl... Naja, erstmal herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Obwohl... Nee, ich will's doch nicht, aber... Nee, wir machen's noch nicht. Wir gehen jetzt zum Maschinenraum. Erst wirklich, wenn der Maschinenraum fertig ist, erst dann werden wir zurück. Also, was heißt zurück? Also, wir werden dann mit Rosalina sprechen und dann zum Maschinenraum zurückkehren. Also, nicht zurück. Nee, oh, was laber ich denn hier? Ich meinte, dann werden wir Peach retten. Oh. Wieder nur Grütze kommt bei mir hier raus. Das ist unmöglich. So. Aber bevor wir zum Maschinenraum gehen, möchte ich kurz hier mit dem roten Luma sprechen. Warum? Oh. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, er verrät schon sein Geheimnis, aber noch nicht. Okay, dann geht es jetzt weiter. Der Maschinenraum ist über uns. Genau, hier ist der Maschinenraum. Und dann geht es hier nur noch rein. Doch was für Galaxien erwarten uns hier? So, Basis an der Front entdeckt, war ja klar. Oh, ein Roboter. Naja, ist ja der Maschinenraum, ist ja klar. Ah, guten Tag. Ab hier wird es richtig schwer. Viel Glück. Oh, es wird richtig schwer? Das freut mich doch. Drei große Galaxien, eine kleine Galaxie und dann der Boss. Und wir machen gleich, wir fangen gleich mit der hier an. Das ist die Herbstwald-Galaxie. Was die Mondhasen suchen. Mondhasen? Interessant. Oh. Ist ja ein schöner Planet. Und kommt euch das dann nicht bekannt vor? Ja, genau, der ganze Planet, der kommt uns doch bekannt vor. Hier diese Insel, dann dieser Weg hier, diese Bäume, diese Schaukel. Das ist doch das Bienenkönigreich. Genau, das ist das Bienenkönigreich. Nur spiegelverkehrt. Genau, damals ging es hier rechts hoch, jetzt geht es hier links hoch. Damals war dieser Berg auf der linken Seite. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Okay, diese Pflanze hier ist, die ist hier neu. Ach, hier kommt man so ganz leicht hoch. Und was auch noch cool ist, und zwar im Bienenkönigreich war ja dann an außen war ja dann ein M für Mario. Hier ist ein L für Luigi. Genau. Was ich auch sehr, sehr cool finde, dass man diese Galaxie dann nochmal nochmal neu gemacht hat in einen neuen Look, weil das war schon eine sehr, sehr coole Galaxie. Aber hier ist dieses Mal kein One-Up. Na gut, wir sind im Maschinenraum, also das heißt, wir dürfen keine One-Ups mehr so gleich erwarten. Ich finde das richtig cool, weil Bienenkönigreich war sehr, sehr cool und jetzt hier im Herbstlook, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Wenn ich hier mal so, das hat schon was. Genau. Aber erstmal, was ist mit euch Hasen los? Wir Hasen suchen nach blauen Sternschips, aber wir finden keinen. Stimmt, ja genau. Die blauen Dinger heißen ja Sternschips. Och, das habe ich ja auch total vergessen. Ich wusste, dass die blauen Dinger anders heißen, aber mir fiel es nie ein. Jetzt weiß ich, dass Sternschips heißen die. Ups. Okay. Und warum sind hier die ganzen Hasen? Es ist doch kein Ostern. Ja gut, die Deutsche Bahn meinte heute zu mir, es ist Ostern. Eins, was ich noch nie erlebt habe, ist, ich kam heute so am Bahnhof an, halt der Zug nach Hause, standen am Bahnsteig zwei Züge, zwei von derselben Art sozusagen, und beide die Züge, mit dem, also, den ich normalerweise nach Hause fahre. Ich weiß, dass um diese Uhrzeit immer zwei Züge dastehen und dass immer einer davon der richtige ist und der andere, der fährt weg, woanders hin. Und hab halt nachgeschaut, was ist jetzt nun der richtige Zug, mit dem ich, bei dem ich einsteigen sollte. Hab gesehen, okay. Nein, habe ich erstmal nicht. Ich habe erstmal beim ersten Zug geschaut.
Ja, was steht da dran? Steht ja immer so der, das Ziel dran. Schaue da hin. Also ich komme halt erstmal am Bahnsteig an. Schaue gleich danach. Und was steht da? Frohe Ostern. Mitte Oktober steht da frohe Ostern. Ich weiß nicht, was der, was die sich dabei gedacht haben, warum da am Zug frohe Ostern stand. Das wurde übrigens kurze Zeit dann später wieder weggemacht. Auf jeden Fall stand da frohe Ostern. So dachte ich mir, ja, Deutsche Bahn, frohe Ostern. Hm? Frohe Ostern. Ja. War, ich fand's irgendwie auch lustig, aber irgendwie auch ein bisschen verwunderlich. Warum stand da Ostern? Naja. Ich dachte nur, ja, frohe Ostern, liebe Deutsche Bahn. Und es ist Oktober. Und naja, war auf jeden Fall ganz lustig. Aber normal brauche ich es nicht. Ah doch, war schon lustig, war schon lustig. Ja. Erst Ostern hätte ich das verstanden, aber so nicht. Ja, da hat bestimmt der Lokführer oder Zugbegleiter bestimmt irgendwie so ein bisschen Witz erlaubt, einfach so, statt irgendwie den richtigen, das richtige Ziel anzugeben, halt, hat er halt da frohe Ostern hingeschrieben, so als kleiner Joke, meinetwegen, also. Finde ich eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, so ein bisschen Humor finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Weil sonst sind ja gerade Lokführer, oder, naja, was heißt Lokführer, die Zugbegleiter, die verfolgen ein bestimmtes Skript, also halt so ein, halt die Sätze, die die sagen, so herzlich willkommen oder wir, das Zugteam der Deutschen Bahn begrüßt Sie ganz herzlich willkommen oder irgendwie so. Das ist ja alles so vorgeschrieben, was sie sagen müssen. Da und halt auch was da dran stehen muss am Zug, und wenn da mal was anderes dran steht, ist eigentlich ganz lustig. Ja doch, wenn ich jetzt darüber so nachdenke. So, wo sind die letzten? Wo ist der letzte Sternsplitter? Stimmt, da. Einmal ist da unten noch irgendwie was. Ah, da kann ich meine Kamera nicht ändern. Toll. Dann war ja hier noch diese Pflanze. So. Na jo. Ach, Bean Mario gibt es hier auch. Und hier muss der letzte Sternschip sein. Sternsplitter, Sternschip. Ich will es ja richtig aussprechen. Wenn schon, dann richtig. Hallo, liebe Pflanze. Hier zufällig ein Sternschip, vielleicht dort oben. Hast du ein Sternschip? Zufällig? Ich wollte dich nicht umschubsen. Nee, hier ist keiner. Nein, nicht runterfliegen. Jetzt ist er wütend. Sind hier drüben welche? Ja, da ist einer. Wunderbar. Und dann geht es da vorne weiter. Wunderbar. Bean Mario, lass ich ruhig. Wenn er auch da bleibt, ja, sollte eigentlich schon. So, und hopp. Weiter geht es. Auf diesem Planeten. Glaubst du, du kannst mich fangen? Nicht schon wieder. Aber hier sollte ich mal Bean Mario mal wegnehmen, weil das kann ich hier nicht gebrauchen. Dann gibt es hier sowas. Ich weiß null, was das hier soll. Das gibt ein paar Sternteile. Kommt, glaube ich, auch nur in dieser Aufgabe vor. Vielleicht sollte das mal eine größere Bedeutung haben, aber ja, im Moment, also anscheinend haben sich die Entwickler doch umentschieden, und damit das halt nicht ganz sinnlos ist, haben sie es hier in die Aufgabe mit implementiert. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Ich habe jetzt gar nicht erklärt, was man hier machen musste. Man brauchte einfach nur hier diese Wände aufstellen. Es geht nach Zeit. Und dann verfängt sich der Hase ganz schnell. Und dann ist der Hase ganz, ganz leicht zu fangen. Also die erste Aufgabe hat schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen.
Gerne weiter so. Gerne weiter so. So. Also, ich bin schon gespannt. Vielleicht wird morgen am Zug Frohe Weihnachten oder so stehen. Oder Frohes Neues Jahr. Naja. Wer macht... Wer, bestimmt eigentlich, was da am Zug dran steht, also... Oder wer schaltet das um? Das wird ja, glaube ich, vom Zugführer umgeschaltet. Richtig? Zumindest bei den Zügen, wo ich mitfahre. Doch, eigentlich schon. Dann war es der Zugführer. Und sehr wahrscheinlich wird morgen um dieselbe Zeit ein anderer Zugführer sein. Ich erlebe selten, dass an zwei Tagen hintereinander um dieselbe Uhrzeit derselbe Zugführer da ist. So, was muss eigentlich jetzt hier gemacht werden? Was hast denn du zu sagen? Ich halte mir einen Cataquax als Haustier. Er wirft mich in die Luft, wann immer ich will. Ach hier, Cataquax. Und so heißen die Enten, stimmt. Also was ich hier alles jetzt an Namen erfahre, das ist wow. Cataquax, Sternschütz, muss ich mir alles merken. So, und der kann uns in die Lüfte schleudern. Wunderbar. Somit kommen wir dann hier hoch. Weil die Pflanze ist aus welchen Gründen auch immer jetzt weg. Aber das L ist noch... Mario, ich habe eben nach links gedrückt und der läuft nach rechts. Naja. So, dann einmal Bienen Mario, ja. Müssen wir dort hoch. Mit dem Cataquax. Komm her. Nicht schlafen hier. Es ist noch nicht Schlafenzeit. Also für mich. So, und dann muss ich hier anscheinend hier hoch. Denke ich zumindest. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Nein, doch nicht hier hoch. Muss ich lang? Doch, hier. Da ist ein Sternring. Okay. Hier waren wir auch in der letzten Aufgabe. Und dann geht es jetzt weiter. Ein kleinerer Planet. Und Bienen Mario ist weg, weil wir sofort auf Wasser gelandet sind. So, der Cataquax, der sorgt dafür, dass wir hier zum anderen Planeten kommen. Dann ist hier so eine Art Gartenlabyrinth. So ähnlich halt wie in der Windgartengalaxie, nur halt ein kleiner. Und wir bauen einen Cataquax. Wir sind aber nur blöde Gumbas. Ich wette, die Cataquax können nicht hier die Hecken rüber. Bestimmt. Da müssen wir den richtigen Weg finden und du solltest dich nicht umdrehen. Du solltest dich nicht umdrehen. Ich wollte hier nur Platz machen. Ja, komm her. Wir laufen einfach mal hier lang. Vielleicht ist das der richtige Weg. Autsch. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Aber trotzdem mal hier. Ich will auf den Gumba springen. Und... Ach, dann halt nicht. Komm her, komm her. Den Gumba besiegen, so. Wenn mir der doch da ein bisschen zu gefährlich war. Ach, Cataquax. So unmöglich mit dir. Na, komm her, komm her. Komm hier, Fuß. Hier, Fuß. Nein, das ist eine Sackgasse. Wieder zurück. Komm her, komm her. Hier ist das Leckerli. Hier ist das Leckerli. Nein. Ja, wirf mich ruhig in die Lüfte. Habe ich nichts dagegen. Komm her, komm her. Hier ist der Knochen. Hier ist der Knochen. Hallo Gumba. Wo geht es lang? Nicht da. Okay, gut zu wissen. So, hier, hier. Und hier um die Kurve und dann sollten wir gleich da sein. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Ja doch, hier. Dann die Anziehungskraft wirft uns dann hier hin. So weiter an Cataquax. Mehreren sogar. Oh, dankeschön. Das hat mir ein bisschen was an Arbeit gespart. Ey. Komm her, komm her. Ich brauch dich hier oben. Ja. Beide machen gleichzeitig und somit wäre ich überhaupt gar nicht hochgeschleudert. Ist ja auch super. Da brauchen wir auf jeden Fall Bienen Mario, weil sonst kommen wir da nicht hoch. Ah, dann müssen wir Bienen Mario wohl suchen. Sind auf jeden Fall Maulwürfe und die anderen Dinger, deren Namen ich jetzt auch nicht weiß. Kein Weitsprung, du solltest eine Stampfattacke machen, Mario. Ah.
Schrecklich mit dir. So, ich baue Bienen Mario. Das ist so ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl. So, da ist auf jeden Fall ein Katakrok. Ah, der muss mich hier hochschleudern. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, doch nicht. Ich komme da nicht so. Komme ich da anders hoch? Doch, doch, so komme ich hoch, aber hier ist so eine Münze. Vielleicht mal ein Weitsprung. Ja, hat geholfen, aber ich habe immer noch keinen Bienen Mario. Weil wenn ich jetzt hier auf die Pflanze gehe, boom, weil ich einfach zu schwer bin. Aber was ist denn die Rätsellösung? Wollte das Rätsellösung oder wie auch immer? Muss irgendwas mit dem Katakrok zu tun haben. Vielleicht hier? Nein. Da drüben, da drüben. Komm her, komm her, komm her. Hier ist das Futter. Hier ist das Futter. Oh, du blöder Maulwurf. So. Dann komm hier. Und hier rüber. Hier rüber, sagte ich. Also hat so auch funktioniert. Dass ich mit beiden Blüten nicht weiterkomme. Naja, Schicksal. So, jetzt können wir hier drauf landen. Ganz in Ruhe. Nicht von den Gegnern treffen lassen. Weil sonst sind wir Bienen Mario los und wir fliegen runter. So, wir kommen immer näher zum Stern. Immer näher und da sind wir. Yeah. So, einen Stern schaffen wir auf jeden Fall noch. Genau. Einen Stern schaffen wir noch. Einen Stern geht noch. Das ist dann der dritte Hauptstern. Es ist ein Kometen da, aber nein. Okay, dann wird es wahrscheinlich hier wieder ein Secret Exit geben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wenn wir einen nächsten Part machen. Herzklopfweitweg. Und ein Komet bestimmt auch. Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Und ja, dann mal weitersehen. So, jetzt wurde hier einiges zugefügt. Aber wir müssen erstmal da hochkommen. Da oben gibt es auf jeden Fall Bienen Mario und lauter Regenwolken. So, wir wissen, Regen ist für Bienen Mario nicht gut. Also Wasser allgemein. Wo Wasser? Ich hätte jetzt Durst. Aber da muss ich mich jetzt noch ein paar Minuten gedulden. Warum will ich das One-Up holen, wenn das eh nicht gespeichert wird? So, schnell hier hoch, damit ich sicher bin. Dann geht es weiter. Da kann ich mich auf... Boah, du... Stopp mal, Piranha-Pflanzer. Dann nochmal, schnell, Bienen Mario holen. Ja, schön. So, haha. Kann ich auf den dunklen Wolken stehen? Eigentlich sollte ich das tun können. Richtig, richtig, ich hoffe. Ja, das kann ich. Wunderbar. Das ist wirklich gut zu wissen. So, dann hier. Da ist ein Stinkkäfer. Den lasse ich einfach mal in Ruhe. Und dann mal weiter. Moment. Vielleicht ist hier auf dem Baum irgendwie ein Secret? Ja! Eine schlafende Biene. Cooles Easter Egg, oder? Secret? Naja, Secret eher. Easter Egg. Das glaube ich ja nicht. So, jetzt bin ich darauf angewiesen, dass ich auf eine der Wolken lande. So. Nein, der Wachturm wurde vom Maulwurf zu der Soldaten übernommen. Das ist gar nicht gut. So. Man merkt schon, hier sind sehr, sehr viele Stinkkäfer. Sind die etwa Untertanen des Maulwurfes? Scheinend. Wir haben doch die Familie damals im Bienenkönigreich ausgerottet. Anscheinend nicht. So. Ey, ich wollte da hoch. Was ist denn damit? So.
ja, bessere Kamera an sich, umso besser. So, da bildet sich gerade eine Wolke, das heißt, wir müssen hier mal kurz warten. Hier sind wir sicher. So, jetzt los geht's, los geht's. Wir dürfen Bienen Mario nicht verlieren. Oh. Da war eben eine Wolke, aber wir hatten eben nochmal Glück im Unglück. Kann doch dann darauf reiten. Ja, können wir. Dann müssen wir hier rein, weil da noch eine andere Wolke kommt. So, und jetzt geht es hier hoch. Daneben. So. Ich sagte hier hoch. Geht doch. Dann ist hier ein Stein. Ach, eine Ranke. Wunderbar. Ich will hier mit Ranke. Los. Da ist der Maulwurf. Und er schießt keine Kanonen, sondern Wasser auf uns. So, eins steht fest. Wir müssen zur anderen Seite. Das heißt, wir warten kurz. Eine Wolke ist hier auch immer. Man dürfte hier, glaube auch... Moment, ja, genau. Man kriegt hier keinen Bienen-Mario, aber man kann ja hier schon mit Bienen-Mario ganz einfach mal ein Leben abziehen. So, mal kurz hier warten, mal kurz warten, hier hoch und... Nochmal, nein, ich sag nochmal. So, Leben Nummer 2 ist weg. Jetzt rastet er aus, okay. Nein, 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 nein. So, jetzt müssen wir ihn so besiegen, wie man ihn eigentlich besiegen sollte. Wenn ich noch zum Zuge komme irgendwie. Ne, ich warte jetzt nochmal ab, bis der Zeiger so das Ticken hier aufgehört hat. Ah. Geht doch. Nein, 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 nein. Nein, kein Weitsprung. Ich meinte eine Stampfattacke so. Ja, das kenne ich. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. So. Die Wolke kann mir jetzt rein gar nichts mehr anhaben. Nein, 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 nein. Oh, Mario. Stampfattacke. Oh, ich dachte eben schon, das geht daneben, aber ein Glück nicht. Ein Glück nicht. Na gut, es ist noch nicht vorbei. Wir können immer noch auf die Starren fallen. Okay. Oh, ich habe irgendwie jetzt Angst, dass ich sterbe. Okay, es ist alles gut gegangen. Es ist alles gut gegangen. Wir haben es geschafft. Gut so. Mit 70 Sternen in der Tasche gehe ich jetzt in die Aufnahmepause. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schalten wieder ein und bye bye.